Martin Kräutler, Einsatzleiter von der Feuerwehr Sat 1. Was ist hier passiert? Es hat einen Brand gegeben. Im Bereich des Kachelofens hat es sich auf eine Zwischendecke ausgeweitet. Wir sind an den Einsatzort gekommen, haben uns die Sache angeschaut, dann entschieden, dass wir die Wand aufmachen und das Ganze mit der Wärmebildkamera beobachten und den Brand gezielt ablöschen. Wie gestalteten sich die Löscharbeiten? Es ist ein bisschen schwierig, aufgrund der Zugwirkung von der Hitze und der Gefahr der Ausbreitung auf das Gebäude. Wie viele Räume sind davon betroffen? Das ist im Eckbereich, sind eigentlich zwei Stockwerke betroffen, im Bereich um den Kamin. Wissen Sie noch etwas über die Brandursache? Also über die genaue Ursache weiß ich nicht Bescheid. Gab es Verletzte? Sind mir nicht bekannt, nein. Und mit wie vielen Fahrzeugen und Mann waren Sie hier im Einsatz? Es war die Feuerwehr Sat 1 mit drei Fahrzeugen, die Feuerwehr Schlinz als Löschzug und die Feuerwehr Fahrstand zur Unterstützung mit Wärmebildkamera am Einsatzort.